Hallihallo, meine Lieben. Ja, ich bin wieder da nach langer Zeit. Ich hatte eine Pause gemacht. Jeder braucht sowas ab und zu mal. Man ist gar nicht mehr motiviert, Videos zu machen oder ja, allgemein so. Und ich habe das für mich gebraucht. Und jetzt bin ich wieder da mit neuem Look, wie ihr sehen könntet. Und heute habe ich für euch den Look Fantastic Box von September. Und das ist der beste Edition, beste Box. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Video. So, wir machen ihn mal auf. So sieht er aus. Das heißt ja, The Birthday Edition diesen Monat. Und wir machen den mal auf jetzt und schauen, was alles drin ist. So, ich sehe hier schon was Schönes. Einen kleinen Einblick rein. Und zwar sehe ich hier von Brushworks. Ich hatte schon mal was von Brushworks Works in meine Beauty Box Look Fantastic, glaube ich. Irgendwann weiß ich gar nicht mehr, was das war. Und das ist so eine Jade-Roller in Grün, so. Und wir schauen mal rein, was wie der ausschaut. Wenn ich das schaffe. Schon ungewohnt, ne, Videos zu drehen. Über ja, fast 2 Monate, ja, habe ich keine Videos mehr gedreht. Ich habe mir schon so lange so eine gewünscht und jetzt, der sieht ja hochwertig aus und sehr schwer. So eine kleine, die Seite und hier die große. Und ja, ich schließe mal vor, wie viel der kosten soll. Ich wollte das schnell machen, nicht, dass alle schon das Video hochgeladen haben. Deshalb sage ich euch dieses Mal den Preis. Und nächstes Mal blende ich die ein, weil ich bin im Eile, ich muss noch raus. Deshalb, ich schaue mal, ob der hier drin steht. Momento. Hier. Ja, der kostet 9 Dollar, so um die 10 Euro kostet der, glaube ich. 10 oder 11, ja. Ja, der Roller von Brushworks. Hier drin alles auf Englisch dieses Mal. Dann weiter geht's. So eine kleine von Ila Maske. Die ist auch sehr hochwertig. So eine kleine Schachtelchen. Und ja, ich schau mal, ich glaube Eyeshadow oder so, ne? Ja. Eyeshadow, oder? Nee. Bion Powder, so eine Powder, aber sehr klein gemacht. Ja, sehr klein. Und sehr hell. Und ich schaue, was der kosten soll. Achso, da. Der soll, ja, entweder soll diese oder der Balm drin sein. Ich habe die von Ila Maya, Ila Maske. Maske. Ein Mini-Highlighter ist das. 10 Dollar. Genau. So um die 11 Euro auch. Da haben wir schon 20 Euro raus und der Box kostet 15, weil ich habe ein Jahresabo abgeschlossen. Bald vorbei. Ich glaube diesen Monat oder Oktober, dann bekomme ich keinen Box mehr. Und dann haben wir noch ein von Espa. Eine Beauty Ina Calm. So eine. Wie heißt das auf Deutsch? Muss ich reinschauen. Momento. Das ist mit eine Creme. Der Pink soll eigentlich die oder die Reinigungswasser von Espa drin sein. Und ich habe den Pink Hair. Nee, Pink Hair and Scalp Mood. Pink Hair. Oder? Ja.
Das ist eine Maske und Conditioner für das Haar, glaube ich. Wenn ich das richtig verstehe. Ich bin ja nicht so gut in Deutsch. In Englisch. Ja, der sieht so cremig aus. Ja, oder? Eine Maske? Kann das sein für die Haare? Steht hierher, ne? Würde ich sehr, sehr... sehr blumig, nicht blumig, sondern ohne Parfum, so. Ja, das für die Haare auch. Ja, der kostet 5 Dollar, so um die 6 Euro. So eine kleine, das ist 30 Milliliter. Dann gibt es auch wieder was Schönes von Elemis, eine Creme, Anti-Aging, ja. Augenringe, das brauche ich sowieso, sowas ist immer gut zu haben, ne? Das braucht man immer ab 30, ne? Ab 35 jetzt braucht man sowas. Und der kostet 15 Milliliter. Ja, das ist so eine Originalgröße, oder? Ja, der kostet alleine schon 31 Euro, diese. Ist sehr teuer, Elemis. Elemis, wenn ich das richtig ausspreche. Und da haben wir noch zwei Sachen drin und dann, nee, drei sogar. Ja, dann gibt es hier von Diego Dalla Palma. Das ist so ein Lip Balm, genau. Ein Lippen, für die Lippen. Ein Mann, ich vergesse das immer. Lippinsel, steht auf Englisch alles. 10 Euro auch, so eine altrosa Farbe, ein Lippenpflegestift, nicht Pflegestift, sondern ein Lippinsel, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne, für die Lippen, so zum Konturieren. Und dann gibt es hier noch, oh, das ist bestimmt ein Geschenk zum Geburtstag, so ein Pop-up für die Handy. Da steht auch The Beauty Box, Look Fantastic Beauty Box. Sehr schön gemacht. Ich bestimmt nicht hier drin abgebildet, weil das soll bestimmt ein Goodie sein. Oder? Nee, ist nicht hier drin. Das ist ein Goodie. Ja. Und zum Schluss noch hier so ein Pinsel von luxibeauty.com. Von Luxi, genau. Der sieht sehr schön aus. Schaut mal, so schön. Von Luxi, genau. Sehr weich. Ja, sehr weich. Sehr schön. Und ich schau mal, was der kosten soll. Und der kostet auf 16 Euro. Der ist auch sehr hochwertig. Das haben wir über jetzt. So, insgesamt 10, 16, über 50 Euro schon. Allein diese Elemis Creme hat 30 Euro, um die 60 Euro alles. Das hat sich also gelohnt, der Box. Und ja, mein Lieben, ich hoffe, mein kleiner, aber feiner Unboxing hat euch gefallen von der Look Fantastic Box und ich kann euch schon einen Sneak Peek für den nächsten Monat, oder? September Sneak Peek, oder ist das? Nee, da steht September. Für den Oktober, oder? Hier steht Beauty Box September Sneak Peek, aber September haben wir schon jetzt. Oder sehe ich das? Ja, steht hier. Sneak Peek. Ja. Ja, ich fand ihn sehr gut und ich habe mir schon so lange so eine gewünscht. Ich kann fast kein Deutsch mehr. So lange her, dass ich nicht gefilmt habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Video. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich habe demnächst eine The Goodie Box. Genau, Goodie Box Unboxing. Und bald folgen auch Food Hauls, wie immer. Ihr mögt sowas. Und Vlogs werde ich versuchen. Und ja. Ich melde mich dann bei euch und ich hoffe, ihr habt noch ein rechtliches, schönes Wochenende und wir sehen uns demnächst. Tschüss!